stehe neben einem Ironman-Gewinner und dieses Jahr Zweiter geworden. Unglaublich, es ist ja eigentlich zweimal gewonnen. Bis heute hier bei Young. Sag uns erstmal, wie fühlt es sich heute immer noch an? Ja, natürlich leicht verkadert. Gestern 11.11. Spaß beiseite. Also das heißt gar keinen Spaß und ein bisschen... Nee, ich bin immer total ernst. Auch mal einen Sekt trinken und mal einfach Training sein lassen und tanzen, tanzen? Absolut. Also ich glaube, das ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die du irgendwo haben musst, dass du... gerade weil der Sport so hart ist, so fordernd ist, irgendwie auch mal dich mal ein bisschen gehen lassen kannst. So in zwei, drei Sätzen sagen, wie man sich darauf vorbereiten kann. Also nicht gleich als erstes Langdistanz. Ja. Und ja, ich glaube einfach sich die Zeit nehmen, eben sag ich mal zwei, drei Jahre darauf hinzuarbeiten, ist schon wichtig. Sonst tut man sich einfach keinen Gefallen, seinem Körper keinen Gefallen und kann es am Ende auch nicht wirklich genießen, glaube ich. Ja. Bin super dankbar, dass Levi zu uns kommt. Ich denke, der geht auch nicht zu jeder Triathlon-Laden in Deutschland. Bei ihm habe ich schon mal Rennen zusammen gemacht. Wo war das? Kraichgau. Aber der war schon bestimmt eine Stunde, zwei Stunden vor mir. Und vor zwei Jahren waren wir zusammen in Kona, habe sie angefeuert. Die Strecke, besonders am Ziel, als er erst reinkommt, da alle gejubelt haben. Hi, ich bin Sebastian Kienle, Ironman-Gewinner 2014 in Hawaii. Ich kann nur eins sagen, never judge your life by one bad day, judge it by your best day. Was das für mich heißt, ist einfach, man reißt sich oft jahrelang Arsch auf. Wenn es darum geht, dann zu ernten, geht es irgendwie daneben. Aber irgendwann kommt der Tag, da erntet man. Und dafür arbeite ich jeden Tag. Und oft geht es schief, aber irgendwann ernte ich.